So, hallo und herzlich willkommen hier an Heiligabend. Mache ich noch eine kleine Wanderung. Ich bin hier in Eckenhausen und ich möchte gerne die Runde Eckenhäuser Kapf mit Brömbachtal laufen. Das sind so, glaube ich, 12 Kilometer oder was in dem Dreh. Und das möchte ich jetzt kurz noch laufen. Starten tue ich jetzt hier an dem Parkplatz. Da hat man also jede Menge Parkmöglichkeiten, ist also gar kein Problem. So, hier kann man es nochmal sehen. Ich laufe jetzt also diese Augenblickrunde in Eckenhausen. Das ist die große Runde. Es gibt auch noch eine kleine Runde mit 6,5 Kilometer. Meine, die hat 11,5 Kilometer. Und das gehen wir jetzt schnell an. So, wir haben hier also Eckenhausen. Liegt mir hier zu Füßen. Das heißt, wir sind hier ein bisschen oberhalb von Altensteig und jetzt geht es dann in diese Richtung weiter, immer dem Weg entlang. So, von ganz da drüben kommen wir den Berg runter und jetzt geht es dann weiter, noch weiter den Berg runter und dann müssen wir, glaube ich, noch durch Eckenhausen durch. Schauen wir mal. Also so wie es jetzt aussieht, müssen wir jetzt hier runter. Ich weiß nicht, da unten steht ein Auto, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dann müssen wir, glaube ich, da runter und noch irgendwie ein bisschen durch die Häuser durch, also durch die Ortschaft. Zum Teil, und dann geht es, glaube ich, in den Wald. Ich lasse mich überraschen. So, jetzt sind wir aus dem Ort raus, jetzt sind wir gerade reingelaufen, kurz durchgelaufen und jetzt sind wir schon wieder draußen, jetzt geht es Richtung Wald. Ich denke, da unten müssen wir wahrscheinlich rechts abbiegen, das sehen wir dann aber und ja, da geht es, glaube ich, in den Wald rein, die Strecke, soweit ich das weiß. Ja, aus der Richtung bin ich gekommen, dann bin ich über den Bauernhof, wo man sehen kann, da geht eine Straße runter ins Tal und dann bin ich hier drüben, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, auf der anderen Seite, da hinten geht eine Straße in den Ort rein, dann bin ich durch den Ort durch, durchs ganze Wohngebiet und dann raus zu einem Spielplatz und dann am Waldrand entlang, jetzt bin ich hier rausgekommen und letzten Endes geht es jetzt weiter in diese Richtung. So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Ort. Das gefällt mir deutlich besser wie in der Ortschaft immer. Hier hat man ein bisschen mehr seine Ruhe und guckt auch nicht jeder so komisch an, wenn man da einen Heiligabend in der Wanderausrüstung durch die Gegend läuft. So, jetzt sind wir nach Eckenhausen durch die Ortschaft gelaufen, am Waldrand entlang. Jetzt geht es eine Weile durch den Wald. Wie lange weiß ich nicht. Aber so wie es aussieht, geht es wahrscheinlich jetzt immer einen Berg runter. Und ich ahne schon, weil ich kenne einen Teil der Strecke. Nachher geht es wieder relativ steil hoch. So, was ich jetzt auch mal lobend erwähnen muss, das ist einfach, die Strecke hier geht zum großen Teil über geteerte Feldwege oder durch die Ortschaft. Dann sind es natürlich auch geteerte Straßen. Und wenn nicht, dann sind es gut befestigte Waldwege, wie jetzt der hier zum Beispiel. Also sind keine so Trampelpfade und so. Das wäre jetzt bei dem Wetter nicht so ideal. Mir ist das dann eigentlich dann ein bisschen lieber. Ui, jetzt geht es hier noch steiler runter gleich.
Und dann geht es auch irgendwie so Serpentin runter. Muss ich gleich wieder auf meinen Dings gucken, auf mein Smartphone. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ich habe mir die Strecke natürlich runtergeladen. Jetzt muss ich bloß mal, dass man ungefähr so sieht es dann in etwa aus. Das ist jetzt nur ein Teil von der Strecke natürlich. So, jetzt sind wir im Wald unterwegs. Die Luft ist herrlich. Regnet tut es auch nicht. Insofern haben wir eigentlich alles richtig gemacht heute. Man muss ja das gleich ausnutzen, wenn es mal einen Tag nicht regnet oder mal ein paar Stunden. Und deswegen habe ich gesagt, ich laufe jetzt heute gleich mal die Runde. Und dann bin ich in der frischen Luft gewesen und ihr habt ein neues Video. So, wir sehen ja hier jetzt diese Mauer und hier schauen Schilder zu auf der Augenblickrunde Eckenhausen und da steht Vorsicht Holzverlad. Also diese Mauer hat man früher dazu verwendet, um das Holz auf die Pferdefuhrwerke, auf die Anhänger der Pferdefuhrwerke zu verladen. Man hat einfach diese Holzstämme oberhalb auf die Mauer gezogen und dann auf den Anhänger verladen. So, und dieser kleine Bach, den wir hier sehen, das ist der Bäumbach. Und der kommt von Richtung Eckenhausen hier runter und geht ins Tal weiter. Tja, und das, was wir hier sehen, ist natürlich eine ganz coole Sache. Das sieht man selten. Ein Tisch mit zwei Bänken aus rotem Sandstein. Normalerweise ist das aus Holz, aber irgendwie war hier wahrscheinlich noch ein paar Steine übrig, die man weiterverwenden wollte. Und ja, coole Sache. Also im Sommer bestimmt ganz angenehm, da drauf zu sitzen. So, jetzt ist es vorbei mit den schönen Wanderwege. Jetzt müssen wir den Trampelpfad hoch. Aber ich denke, oben kommt dann wieder ein richtiger Weg. Schauen wir mal. Ja, die Sonne kommt auch langsam wieder raus, Gott sei Dank. Das macht die Sache noch ein bisschen versöhnlicher. Ist immer schöner, wenn ein bisschen Sonne rausguckt. Es kommt einem gefühlt gleich viel wärmer vor. Wobei, heute ist nicht arg kalt, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten vorhin, wo ich gekommen bin, um die 9 Grad, das ist okay. Wenn man läuft, wird es einem sowieso warm. Und dann sind die Temperaturen absolut in Ordnung. Jetzt haben wir ganz schönes Plätzchen gefunden. Oder wir sind hier jetzt gerade ganz zufällig vorbeigekommen. Das liegt halt hier auf der Strecke. Eine schöne Liege, so eine Himmelsliege. Und da kann man ein bisschen die Gegend genießen und den Augenblick genießen. So müssen wir es eigentlich richtig sagen. So, hier haben wir ein paar Bänke. Das ist nicht die einzigste, weil da oben kommt noch mindestens noch eine. Und da werde ich mich jetzt kurz eine Weile hinsetzen und den herrlichen Blick genießen. Und daran sollt ihr natürlich teilhaben, ist ja klar. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, durch die Wanderstrecken oder jetzt speziell auch durch diese Augenblickrunden, wo ich jetzt schon gelaufen bin, muss ich sagen, da kommt man an herrliche Orte vorbei, die ich wahrscheinlich, wenn es die Augenblickrunde nicht gäbe, wäre ich nie hierher gekommen. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Und wie ihr sehen könnt, es ist wirklich ein wunderbarer Ausblick. Es ist eine wirklich wunderschöne Gegend. Und das sind jetzt so auch die Strecken,
die ich gerne habe. Wenn man schon wandert und die ganze Sache auch anstrengend ist, dann möchte man ja nicht den ganzen Tag nur durch den Wald laufen, wo man nichts sieht, sondern richtig schön sind eigentlich die Strecken, wo man Fernblick hat, wo man was sehen kann. Und hier sieht man also relativ weit, muss man heute sagen. Die Wolken sind zwar nicht ganz weg, aber die Sonne ist zumindest schon mal rausgekommen. Das ist schon mal sehr positiv. Und wie gesagt, es kommt einem dann gleich wesentlich angenehmer vor. Ja, also ich muss sagen, jetzt scheint zwar die Sonne, jetzt wäre es ideal, wenn man draußen laufen könnte. Aber die Strecke geht mal wieder durch den Wald und somit laufen wir wieder im Schatten, leider. Aber ich denke, wir kommen da bald wieder raus und dann sollte es mit der Sonne doch noch was werden. Wenn sie nicht von den Wolken verdeckt wird, dann. So, jetzt geht es nun ein ganzes gutes Stückchen durch Streuobstwiesen. Und ja, ich denke mal, soweit ich weiß, müssten wir da vorne wieder auf geteerte Wege kommen. Und dann passt es eigentlich dann schon wieder. Zumindest haben wir jetzt mal wieder Sonne. Das ist schon sehr gut. Jetzt bin ich mittlerweile unterwegs von Waldorf wieder Richtung Eggenhausen. Und ja, ist jetzt absehbar. Also große Höhenunterschiede kommen hier keine mehr. Da vor uns über dem Weg können wir ja so einen Antennenmast sehen. Und das ist eine gute Landmarke. Ich war nämlich hier schon mal in der Ecke wandern, aber auf einer anderen Strecke. Und habe irgendwie die Schilder verpasst, habe mich verfranst. Und letzten Endes hat mir der Turm wieder geholfen, in die richtige Richtung zu laufen. Weil ich wusste, da wo der Turm ist, ist auch mein Auto. Also zumindest in der Nähe. Und insofern war das also perfekt. Immer Ausschau halten nach solchen wichtigen Antennenmasten oder irgendwelche markante Punkte, an denen man sich orientieren kann. Ist sehr hilfreich manchmal. So, hier sind wir eigentlich an dem Kameraden. Gucken mal hoch, wie das aussieht. Ja, nicht schlecht. Dank dem haben wir unterwegs beim Wandern Internet und Mobilfunk. Gott sei Dank. So, langsam neigt sich die Wanderung dem Ende zu. Wir sind jetzt dann gleich voll wieder am Parkplatz. Und was ist aber zum Schluss, gibt es noch was Hübsches, das zeige ich euch kurz. So, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder ziemlich am Ausgangspunkt und wir sind wieder überhalb von Eggenhausen und man hat hier wirklich einen wunderschönen Blick. Ich bin heilfroh, dass das Wetter mitgezogen hat und nicht geregnet hat. Gott sei Dank, war wirklich wichtig für mich, dass ich auch mal wieder paar Stunden laufen kann und in Bewegung bin, weil es einfach gut tut. Ja, und für alle, die am Ende sind und sich vielleicht noch ein bisschen ausruhen wollen, da gibt es hier noch solche Himmelsliegen. Ja, also zumindest ist hier mal eine. Ja, wir müssen hier runter. Die Wanderkarte sagt, glaube ich, hier runter. Aufpassen, alles nass, alles feucht. Und dann kommen wir hier noch zu einem schönen Grillplatz. Also wer will, der kann auch am Ende der Wanderung noch grillen. Oder am Anfang, wie auch immer. So, und hier haben wir nochmal die Grillstelle. Und im Hintergrund ist auch nochmal unsere Landmarke, unser Antennenmast. Und dann haben wir, wie gesagt, hier den schönen Blick. Und hier ist die Tafel von der Augenblickrunde, wo alles im Detail erklärt ist, wo was ist. Also wir haben hier zum Beispiel Silberdistelhalle, Eggenhausen, Wörnersberg, Spielberg, Göttelfingen, ja, Grönbach, Hochdorf, Garweiler, Windpark Simmersfeld, Beuren, Fünfbronn und so weiter. Und ganz rechts haben wir Altensteig. Und wie ihr seht, perfektes Wetter eigentlich. Ganz okay. Ja, wir haben aber, es geht noch weiter, wir haben hier noch eine zweite Karte und zwar
schaut man ja von hier nicht in den Schwarzwald rein, sondern mehr Richtung Schwäbische Alb. Und deswegen haben wir auch hier den Rossberg zum Beispiel ganz links. Dann ist hier unten noch erkennbar Oberschwandorf, Windpark Himmelberg. Ja, kann ich jetzt so nicht sehen bei dem Wetter. Jedenfalls der Hohenzollern haben wir auch noch hier. Sender Reichberg SWR, den kann man glaube ich auch manchmal sehen. Heute eher glaube ich nicht so toll. Und ja, dann ist noch ein Sender SWR Plettenberg. Kann ich auch nicht sehen bei dem Wetter, tut mir leid. Aber ist informativ, ist okay, dass man das mal sieht, dass man weiß, was es in der Gegend alles gibt. Sehr schön. Ich bin jetzt wieder am Parkplatz, wie ihr sehen könnt. Und ja, jetzt rauchen wir auch die Nasenlöcher. Ich habe zwar vorhin eine Kleinigkeit gegessen, ein halbes Brötchen und ein Berliner, aber trotzdem, ich brauche jetzt was Anständiges zu essen. Und deswegen geht es jetzt flugs nach Hause. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.